Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Sleeping Dogs. Ja, knapp eine Woche gab es von mir keine Videos mehr. Ich entschuldige mich dafür, ihr seid das ja sonst nicht so gewohnt von mir. Aber ich hatte leider sehr viel zu tun und kam dementsprechend kein bisschen zum Spielen. Ich bin auch ganz ehrlich, ich weiß gerade gar nicht mehr, wo wir dran waren. Ich glaube, wir hatten beim letzten Mal irgendwelche Casinos klar gemacht oder so. Ich muss jetzt gerade erstmal überhaupt wieder auf die Steuerung klarkommen. Ich muss mal kurz was gucken. So. Wir haben, ja, Casinos, genau. So, jetzt möchte ich mal kurz etwas sehen. Und zwar, wir haben 339.000. Welchen Sozialrang haben wir denn? Stufe 5. Ich habe mir jetzt nämlich überlegt, ey, du fährst jetzt so lange mit deiner Schrottkarre rum, kaufst dir jetzt mal eine anständige. Ich werde zwar keinen Lamborghini oder so einen Scheiß kriegen, aber das ist komplett egal. Werden dann halt eine günstigere Variante kaufen. Das sollte ja nicht so stören. Wir holen uns mal den 600er Coupé. Jo, ich amüsiere mich auf jeden Fall. This is real FM. Jetzt müssen wir aber erstmal gucken, wo wir so lang wollen, beziehungsweise wo es denn Karte, wo es denn so einen Händler gibt, bei dem wir etwas kaufen können. Da unten ist doch schon einer. Fahrzeugladen. So, rechts rum, dann geht's doch schon mal ab. Direkt mal voll die Mittelplanke hier mitnehmen mit den schönen Plakaten. So soll das sein. Yeah. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich noch kämpfen kann. Ja, ich bin natürlich jetzt sehr weit hinten dran damit, aber ja, mein Gott, was soll denn das? Ist ja egal, ich mache mir da jetzt auch keinen Stress. So, wow, da hat die Kamera mal mit geschwenkt. So, hier ist der Händler. Bitte lass uns irgendwas Anständiges haben, ich bitte dich. High price class, low price price. Ja, aber ja, auf jeden Fall. Was ist denn hier die teuerste Karre? Der Enterprise. Optik und Eleganz eines deutschen Sportwagens zu einem fairen Preis. Ja, 264.000 Dollar ist sehr. Der ist Klasse B. Das ist natürlich die Frage. Das ist ein Klasse C Auto. Das ist ein Klasse B Auto. Getuned geht in die Vollen, auch auf Autobahnzubringern. Klasse D, Klasse C, Klasse C, B. Ja. Ist die Frage, ob das jetzt, in welche Richtung das jetzt geht, ob jetzt Klasse C besser ist als Klasse B. Dann wäre der ja richtig krass. Passt auf, ich kaufe mir jetzt einfach mal den hier, den Drifter GT. Ja, dieses Objekt kaufen. Zur Not kauft man sich später immer noch ein Auto. Scheiße, das Auto ist voll kacke. Das Auto ist ziemlich langsam und steuert sich ziemlich Mist. Habe ich noch Geld für ein neues Auto? Ja, klassischer Fehlkauf. Ich weiß gar nicht, kann ich hier einen Speicherstand laden? Laden. Oh. Schauen wir mal kurz, was Autosave sagt. Entschuldigt bitte. Yes. Alles klar. Es tut mir jetzt leid, dass wir jetzt da nochmal hinfahren, aber... Das ist leider so. Aber dann wissen wir jetzt zumindest, dass Klasse B scheiße ist. Dann kaufe ich mir nämlich diesen deutschen Sportwagen mit der Eleganz und Klasse eines deutschen Sportwagens. So, das machen wir doch dann jetzt glatt. Ich markiere schon mal direkt den Händler auf der Karte. Da unten rechts. Das gefällt mir. Das ist gut. Jupp. Yep.
Ey, das ist auch ein klasse C-Auto, unglaublich. Ups, ups, verdammt. Ach, ich bin verwirrt. Irgendwie verstehe ich das System nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, ey. Kommt hier so eine Bahn vorbei. Nicht, dass der Sportwagen dafür 268.000 Hongkong-Dollar genauso schlecht ist wie der Coupé. Oder genauso langsam oder wie auch immer, weil dann lade ich nochmal neu, ja, ich weiß. Stellt euch drauf ein. Und dann kaufen wir uns halt später ein Auto. Und dann so einen richtig schicken Flitzer von mir aus für mehr Geld und für ein bisschen mehr Ansehen. Das ist mir dann relativ wurscht. Und dann gehen wir direkt dann nach dem Laden zur nächsten Mission. Ja, den hier, ja, genau, möchte ich. Ach, der ist gut. Der fährt, glaube ich, genauso schnell wie der Coupé, aber das ist egal. Deswegen haben wir auch kein neues Rennen freigeschaltet. Aber der ist gut. Dann haben wir zumindest mal ein bisschen Abwechslung. Ja, aber der fährt genauso wie der Coupé. Auch genauso von der Geschwindigkeit her. Egal, dann haben wir ein bisschen Abwechslung. Haben wir mal zumindest ein bisschen ein anderes Auto. Und nicht immer nur unseren 600er Coupé. Das ist auch schon mal eine nette Sache. Da muss man dann sich halt später, wenn man sich die ganze Kohle wieder zusammengearbeitet hat, halt später so ein schönes, dickes Auto kaufen, beziehungsweise einen richtig schönen Flitzer. Ja, das war auch cool gerade. Ich weiß gar nicht, welches Auto das darstellen soll. Sollte es ein Mercedes sein? Naja, irgendwas. Sieht von vorne aus wie ein Scirocco. Von hinten sieht es aber keinem deutschen Sportwagen ähnlich, der mir jetzt einfallen würde. Oder eine Limousine oder was auch immer. Sieht fast ein bisschen so aus wie so ein Subaru. Müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir mal darüber. Wir nehmen natürlich den offiziellen Weg. Ja. Fahren noch ein Typenblatt. Tradition calls for us to select a temporary chairman. Until you are well, Uncle. A man who would continue as you would wish. If they were brazen enough to attack a wedding, we have to assume 18K will be coming after us. I know that you are right. Wei, my boy. Uncle, you're okay. Thanks to you. Sister Jiang told me about the troubles between you and Big Smile Lee here. You must stop this fight at once. We must be united against our true enemies. Yes, of course, Uncle Po. Good. Pakmak, see to it that Wei is formally initiated. He's been a loyal foot soldier to the Sun Hanji. It's time to make him a red pole. Your initiation is young Leong. He has been selling to schoolgirls and was ordered to stop. He switched to the 18K instead. Make an example of him. Thank you. I will. If any of your people have not been properly initiated, bring them with you. Uncle, we still need to decide who will lead us. What about you, Pakmak? You are my greatest friend. You know my wishes better than anyone. Would you not take my place? No, Uncle. I am your advisor. I cannot lead in your place. So, if not you, who then? Chu Chin Sao. He is your true nephew, your blood, Legat Sip Doyan. Who better to preserve your wishes and keep the family together? Chu Chin. Can you handle this responsibility? Temporary chairman? Yes, Uncle. I am ready and grateful for the opportunity. Pakmak, see that it is done. Was ein hübscher Geselle. Der ist ja richtig hübsch. So, Jackie anrufen. Kontakte Jackie. Jackie, it's Wei. Where are you? Getting a massage, man. Let me tell you, the girls here are... Listen, I got some news. I'm on my way over. We got an errand to run. See you in a few minutes. Okay.
Massagesauna, alles klar. Ja, ja, geil, so parkt man richtig aus. Nimmt den Typen nochmal mit. Ja, sehr schön, jetzt sind wir Red Pole, das heißt, wir sind der Anführer der Sun on Yi. Hinter uns waren ganz viele Cops, unglaublich. Nein, nein. Oh. Man merkt, dass ich jetzt schon eine Woche nicht mehr gespielt habe, hä? Hey? Scheiße. Fahr ich die Leute platt. Jackie, you're gonna love this. What's going on, Wei? Well, you're about to become a full member of the Sun on Yi. Fuck me! Are you sure? 100%. Yeah, baby! I fucking did it, yeah! Oh, don't worry about it, my man. It'll be your turn soon. Jackie, they're making me a Red Pole. What? Holy shit, Wei! Holy fucking shit! Well, Jackie, the dream finally comes true. No shit! Hey, wait! Don't think I don't appreciate it. I know it wouldn't have been possible without you! No problem, Jackie. Man, you wanna get a massage before we go? My treat! Come on, man! Best way to celebrate! You won't believe what these girls can do! Then he said that if I stuff my panties in his mouth, he paid me extra. Sollen wir uns eine Massage geben? Ja, komm. I put them in there, no? He loved it. I had to shower twice afterwards. Massage in Anführungszeichen, ne? Okay, ja, glaube ich, dass ich deine Technik lieben werde. So he couldn't order more. Exactly. I could have drowned him out for another half hour. Really made some money. So what's this errand? It's part of our initiation. You know this guy? Holy shit! Young is one of us, Wei. Came up in old prosperity, just like you and me. Well, he's been dealing a kid. They ordered him to stop a couple of times. Okay. Geil Antwort. Tell you much about the ceremony? Just that we're in it. We're brothers after that. Man, Sun on Yi brothers. Yeah. Und ich fahre in so einem komischen Kackauto rum. What? I went out with Jumei the other day. Finally asked her out, huh? So how'd it go? Man, I made her laugh so hard. I read that somewhere. That if you make a girl laugh, she'll fall in love with you. I think if you're funny, she'll fall for you. Same thing, isn't it? So-di-do, schauen wir mal nach. Mal gucken, ob wir gleich angegriffen werden. Ich bin gespannt. Hey, where's you? Ja. Ist klar. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich hab's gar nicht mehr drauf, verdammt. Okay. Scheiße. Aber das ist nicht schlimm. So, jetzt müssen wir den Typen hier nämlich abstechen. Nein, lass mich in Ruhe. Ich muss zuerst den Typen abstechen. Ja, ja, perfekt, sehr gut. Boah, Glück gehabt. Gerade die Anzeige aufgefüllt. Wir müssen jetzt kurz warten. Scheiße, ich bin viel zu langsam. Ja, gib mir das Messer. Da ist noch so ein Typ dabei. Die sind nämlich, also das sind für mich die allerschlimmsten, bin ich ja ganz ehrlich. Weil die sind nämlich mit ihren blöden Griffen, die die so drauf haben, extrem unangenehm. Haben wir irgendwas? Ja, haben wir. Oh, komm, den will ich grabben. Hey, we need to talk to you. Uncle Po sent us. Oh, da ist er so krass ausgewichen, ne? Komm, heb den hoch. Heb den hoch. Ach, so langsam bin ich wieder drin. Und der Typ... Ach so!
Der ist, steht nur hinten rum, der hat die ganze Zeit gar nichts gemacht. Auch geil.